Moin Leute, zurück zu einer neuen Folge von Trainer Go. Und wir starten direkt voll durch in einer Nestjagd. Heute ist was Cooles geplant. Müssen wir gucken, ob wir das ein bisschen umsetzen können. Vielleicht auch nicht. Aber wir haben ja noch eine Dreiviertelstunde Zeit, um das Ganze in die Tat umzusetzen. Ihr seht es, Leute, wir haben uns umentschieden, Glurak zu wechseln, und zwar zu Tobutz. Das wurde uns nah ans Herz gelegt von einem netten Abonnenten. Deswegen vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür den Tipp. Das haben wir dann umgesetzt, um zu gucken, ob das denn so besser funktioniert. Wir ballern hier mal kurz das Eivital weg und gucken uns dann an, was denn in der Zwischenzeit passiert ist. Musik ist schon wieder schön laut. Voll das geile Lied. I like that. Das Spiel nehmen wir später. Was wir machen wollten... Ach, guck mal, wir sind Level 50 geworden, Leute. Fällt mir jetzt gerade 11. Deswegen können wir hier mal ganz kurz die neue Instanz uns angucken. Wenn denn Leute ganz schnell reinkommen, ganz schnell reinkommen. Ja, den will ich aber nicht, der Scheiße. Irgendjemand anders, schnell. Schnell. You gotta be fast. Okay, dann nicht. Dann nicht. So, passt auf, Freunde. Wir gucken gerade mal auf unsere Power. Wir sind bei 261.000 Power, sind hier Erster. Kyoki ist ganz nah dran mit 6.000 Power, aber wir haben ja heute auch noch ein bisschen was vor uns. Oh, der hat Lugia geblitzt. Krasser Dude. Bild sammeln sind wir nicht mehr Erster, sind wir noch Dritter, aber juckt nicht. Duellrang sind wir Erster, Prestigerang sind wir Erster. Das liegt natürlich auch nicht zuletzt an euch, die mir alle immer den Prestige gönnen. Deswegen vielen Dank auf jeden Fall dafür. Das ist voll cool. So. Genau. Also da sind wir noch überall Erster. Wir gucken natürlich, dass wir unsere Pokémon noch schön hochbekommen. Guck mal, hier können wir einmal, da fehlen 700. Ja, komm, machen wir einmal den hier. Haben wir einen. Ist dann nochmal ein bisschen Power mehr. 700 Power mehr. Hier holen wir uns auch noch ein paar Zuchtkarten dazu, damit wir Tobutz dann auch noch höher bekommen, oder wir warten halt darauf, dass wir noch ein anderes Legendary bekommen, weil Giratina steht ja quasi in den Startlöchern. Aber was wir auf jeden Fall erstmal machen wollten, wir wollten da reingehen, um zu gucken, ob wir nicht vielleicht Regirock oder Entei bekommen oder vielleicht auch Tarnel, aber mal gucken. Hier können wir mal automatisch Fang machen und gucken, ob wir einen Dratini abbekommen. Oh Leute, ein Dratini. Ein Dratini ist da. Weil dann können wir ganz kurz gucken, ob wir eine Dratini bekommen können. Pikachu. So, wir suchen Dratini, Leute. Da ist eins. Da ist eins. Dratini, warte auf mich. Renne nicht weg. So, 17%. 23%. 27%. 35%. Muss man nehmen. Gib mir das Dratini, bitte. 35% Chance. Easy peasy. Dratini squeezy. Das Meryl kommt uns in die Arme gerannt. Nehmen wir einfach mit, weil... Wow. Meryl. Meryl, Meryl, Meryl. Und da rennt's weg. Fick dich, Meryl. Was können wir denn noch mitnehmen für Pokédex-Anträge? Anscheinend nehmen wir Flurmel noch mit. Sagt Flurmel zumindest. 46%, 64%. Kommen Sie, Mistel Flurmel. Mistel Flurmel, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Dankeschön, Dankeschön. So. Dann geht es weiter. Oh nein, Leute, 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 ich sehe gerade, Wuffels ist auch noch da. Wir fangen hier automatisch nochmal. Ich will Wuffels. Wuffels! 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 Kein Wuffels für mich. Unlucky. So, hier gucken wir, ob wir Voltilam bekommen, weil Voltilam ist auch ein bisschen nasty. Da haben wir einen Voltilam. Mad, hier und da und überall. 50%? Nö. 79%? Ja. Jawoll. Dann gehen wir mal kurz raus, gucken, ob es sich aktualisiert hat, beziehungsweise gucken raus, wie es sich aktualisiert hat. Gucken raus. Gucken raus. Wow. So. Hier ist ein Tunnel. Das nehmen wir doch auch mal mit, Leute. Das nehmen wir auch mal mit. Wir sind dann heute einfach mal auf Jagd, sag ich mal.
Wir sind einfach heute mal auf Jagd unterwegs. Hundusta würden wir uns auch noch gerne mitnehmen, zumindest für den Pokédex-Eintrag. So, 38% Tarnel. Leute, Tarnel! Ist da! Sehr nice, Freunde. Freue ich mich drüber. Wie gesagt, Hundusta würde ich mir auch gerne mitnehmen. Ein Krebskorps hier können wir uns auch noch mitnehmen für den Pokédex-Eintrag. Das sind alles Pokédex-Einträge, Leute. Alles Pokédex-Einträge! 65%? Natürlich, weil wir cool sind. So, ich will jetzt noch einen Hundusta, bitte. Geben Sie mir eine Hundusta. Da haben wir eine Hundusta. So, 20%. 22%. 24%. Oh, das ist nicht viel, Leute. Das ist nicht viel. Aber es bleibt trotzdem drin, weil wir sind cool. Dankeschön dafür. So. Was haben wir denn in der nächsten Wave? Haben wir was Cooles da? Ein Mimikyu, Leute! Ein Mimikyu! Schatz, hast du das gehört? Ein Mimikyu! Begeisterung pur. So, Magma haben wir, glaube ich, sogar schon für den Pokédex-Eintrag. Wir wollen ein Mimikyu. Geben Sie mir eine Mimikyu. Da ist er. Nein, das ist ein Barschwab. Ah, Barschwab können wir auch noch nehmen für den Pokédex-Eintrag. Da ist ein Mimikyu. Juniki, ich hasse dich. Fick dich. Wo ist das Barschwab? Da ist das Barschwab. Barschwab nehmen wir auch mit für den Pokédex-Eintrag. Weil wir cool sind. 29%. Oh nein, es flieht. Scheiß Fisch. Ich will ein Mimikyu, Leute. Leute, ein Mimikyu. Da ist es. Schneller. We gotta be faster. Faster. Da. 5% ist nicht viel. 7% ist auch nicht viel mehr. 9% auch nicht. 10% Nia, 12% Nia. Gib mir Mimikyu. Gehen wir mal raus. Gucken, wie es sich aktualisiert hat. Bitte, bitte, bitte. Was Cooles. Wow. Oh, wow. 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 Aerodactyl, das nehmen wir mit, Leute. Das nehmen wir mit. Oi, 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 I see it. I see it. Gib mir den Pokédex-Eintrag, du Scheißviech. Wow. Fünf Prozent ist nicht viel. 7 auch nicht. 9 auch nicht. 11 muss man mitleben. Gib mir Aerodactyl. Fick dich. Und gehen raus. Das sind einige Pokédex-Einträge, die dann jetzt wieder dazukommen. Ih, will doch keiner haben. Scheiße. Ah, Flammy dazu bekommen. Pokémon-Speicher voll. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, Tobots wird gefüttert. Ah, der Flammy behalten wir für die Pokédex-Einträge. Krebskorps auch. Quapsel auch. Zubat auch. Weiß ich gar nicht, ob wir die schon haben. Ich muss mir nachher mal irgendwie aufschreiben, welche Pokémon ich schon alle habe. Kamau brauchen wir nicht. Nein. Nein. Ich versuche es nochmal mit... Wobei, wir brauchen noch einen Kamau für den Pokédex-Eintrag. Eintrag, genau. Dann nehmen wir hier einen Aerodactyl und einen Kamau mit raus. Was haltet ihr davon? Ich finde den Plan echt sexy. Na, Schatz? Mhm. Und dann nehmen wir hier... Da ist es. Da ist mein Aerodactyl. 7%. 9%. 10%. Gib mir Aerodactyl! Nein, 10% reichen nicht. Fick dich. Aber ich will noch ein Kamau. Na, Schatz? Mhm. Geben Sie mir Kamaub, bitte.
Übrigens, Freunde, falls es zu diesem Zeitpunkt noch nicht passiert ist, werde ich diese Ferien, okay, werde ich diese Ferien noch einen Livestream veranstalten. Ich weiß noch nicht, wie lange der geht, aber es wird auf jeden Fall ganz viel Pokémon gespielt. Mal gucken, welche Editionen, beziehungsweise, also nicht mal gucken, welche Editionen. Wir kämpfen uns dann durch die verschiedenen Editionen durch und gucken, ob wir dann nebenbei nochmal immer ab und zu, je nachdem, wie es halt steht, natürlich Trainer Go aufmachen. Aber wie gesagt, wenn das noch nicht passiert sein sollte, was ich tatsächlich gar nicht weiß, wie das zu dem Zeitpunkt dieser Folge aussieht, dann schaltet auf jeden Fall rein. Ich würde mich mega freuen. Natürlich wird das dann auch nochmal angekündigt in einer Folge. Nice, Come-up haben wir. Und dann haben wir ganz viel Spaß zusammen. Vielleicht kriegen wir auch ein neue Paar Zuschauer dazu. Ja. Ich versuch's jetzt nochmal, weil hier sind Aerodactyl und Mimikyu. Ich will meinen Aerodactyl. Meins, verpisst euch, meins. Meins. 10% Aerodactyl, gib es mir. Ich glaube nicht, ne, weil keine Nachricht da war, oder? Nee. Oh, ich kann nochmal versuchen. Gib mir nochmal Aerodactyl. Bäh. Und falls ihr sagen würdet, ja, du kannst ja Bären werfen, ja, du kannst ja deine Köder werfen. Ja, will ich aber nicht. Weil ich will die für legendäre Pokémon aufbewahren. 11%. 11% Mimikyu. Ich glaube nicht, weil da keine Nachricht erschienen ist. RIP Leben. Bye bye Mimikyu. RIP Leben. Bye bye Mimikyu. So, dann gehen wir wieder raus. Gucken, wie es sich aktualisiert hat. Und sehen, da ist immer noch ein hässliches Kamaup. Ich will es, Leute. Ich will Aerodactyl. Mamfaxo können wir auch noch mitnehmen. Ich glaube, haben wir noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mir echt mal eine Liste machen. Weil dann werde ich das ganz oldschool auf Papier festhalten. Aerodactyl, los! Bäh. Das Viech ist echt scheiße. Das muss ich ja jetzt mal sagen, wie es denn ist, Leute. Aber immerhin können wir jetzt mal eine Folge füllen, nur mit Pokémon fangen. Oh, Pokémon-Speicher schon wieder voll. Wisst ihr was? Wir machen es einfach ganz oldschool. Wie gesagt, ich mache mir dann gleich auf jeden Fall eine Liste. Das könnte ich sogar theoretisch vielleicht nochmal in einer Folge machen, wie ich mir dann die Liste mache. Wie ich euch das dann zeige. Dass man das Ganze dann geordnet hat, zusammen hat, was man schon hat und was man noch nicht hat. So. Braucht man alles nicht. Ich will dieses scheiß Aerodactyl haben. Was ist das überhaupt für ein Name? Aerodactyl. Aero. Aero ist ja hier von wegen Luft und so. Und Dactyl? Keine Ahnung, Mann. Das ist mir zu hoch. Jetzt aber! Nein! Immer noch nicht! Scheißviech! Jetzt aber! Weil jetzt gerade eine Nachricht von jemand anderes kommt. Kommt mein Aerodactyl rein? Nein, kommt es nicht. Scheißviech. So, weg damit. Und es ist auch noch kein Legendary aufgetaucht. Leute! Macht nicht dies mit mir. Mimikyu! Nehmen wir. Aber erstmal werden wir von einem Tarnel angegriffen. Auch cool, dass wir angegriffen werden. 34% Tarnel, das würde ich mir bei Mimikyu wünschen. Das darf jetzt nicht reingehen. Bäh. Gib mir ein Mimikyu. Eine Mimikyu. Da ist ein Game Freak dachte sich so, oh lol, welches Pokémon ist ganz gehypt bei Pokémon? Pikachu. Okay, lass uns ein Pokémon entwerfen, das genauso aussieht wie Pikachu, nur ein Geist-Pokémon ist.
Noch ein Versuch, noch ein Versuch. Und es ist wieder nicht drin. Freunde, wir sind heute echt nicht lucky. Man kann sagen, wie es ist, wir sind echt nicht lucky. I'm not lucky. I'm a star. So, dann ist das jetzt unser letzter Versuch. Und wir bekommen nichts raus. Ne. Das ist ja dumm gelaufen. Das heißt, wir müssen neue Tickets sparen. Das ist ja unlucky. So, hier packen wir nochmal rein. Packen wir nochmal rein. Packen wir nochmal rein. Dann packen wir da nochmal rein. Dann. Ich gucke gerade, gibt es eine Möglichkeit, dass wir irgendwie noch Kohle zusammenbekommen? Ich muss mir mal ein paar Blitzmünzen zusammen farmen. Sammeln. Natürlich macht man das dann im. Na, das kann ich auch noch zeigen. Serverübergreifendes Grenzduell. Na, wobei. Nee, das lohnt sich nicht. Wir machen noch eine Nestjagd. Da wurde schon alles weggeballert. Wir ballern noch unser Eivital weg. Selbstverständlich haben wir auch mittlerweile die Arenen freigeschaltet und haben uns natürlich schon eine Arena geangelt, ist ja klar. Ist ja selbstverständlich. Oh, das war nicht cool. Ist ja selbstverständlich, dass wir schon eine haben und da werden wir natürlich auch dann jeden Tag fein reingucken. Vielleicht dann auch in der nächsten Folge. Ob denn unsere Arena noch unsere Arena ist. Und wie es dann weitergeht mit unserer Arena. Tobutz wird gerade ein bisschen penetriert. Das ist mir egal. Bye, bye, Tobutz. Nein, ich meine Victini. Also, Fazit. Wir haben wieder verloren. Versuchen wir es nochmal. Woo! Überspringen. Oh, und wir haben wieder verloren. Hey. So, jetzt aber letztes Mal, Freunde. Letztes Mal für diese Folge. Oh, wir haben gewonnen. Hey, krass. Nice. So, Leute. Dann würde ich sagen, wir gucken nochmal auf unseren Orden, dass wir den nochmal pushen können. Gut, die können wir alle freischalten. Flutorden. So, haben wir noch ein bisschen gepusht. Sind jetzt bei 263.000 Power. Es läuft, Freunde, es läuft. Wir gucken natürlich auch in naher Zukunft, dass wir hier noch ein paar Items dazu bekommen, dass wir die Dinger ein bisschen höher machen, weil ich kann noch ein bisschen auswägen. Dass Tobutz natürlich auch noch plus 12 wird. Ich werde mir gleich mal gucken, was ich dann in Richtung, oh, der hat Entei bekommen. Ich hasse dich, Kyoki. Was ich dann noch in Richtung Entwicklungen machen kann, in Richtung Pokémons. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge an, was wir dann noch entwickeln. Guck mal, das hier zum Beispiel, dass wir da ein bisschen die Freundschaftslevel ausbauen, dass wir noch ein paar Ruheglocken dazu bekommen. Sowas wie Lavita zum Beispiel. Dass wir dann auf jeden Fall bei Freundschaft 20 dann, ne, entwickeln. Ich glaube, wir können hier gerade noch mal ein paar Freundschaftslevel 19 ballern. Okay, ich müsste überall erstmal Freundschaftslevel 10 ballern. Anton zum Beispiel fehlt noch Freundschaft 20, dann Freundschaft 10. Oh, 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 Freunde, da fehlt noch einiges. Da fehlt noch einiges. So. Aber ich werde offscreen jetzt gleich erstmal gucken, dass ich mir eine Liste zusammenstelle, was wir an Pokémon doppelt, dreifach, zwölffach haben. Und dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge. Ich bin bis dahin raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, peace out und ciao.